Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum sehr guten Spiel Tenchu Fatal Shadows. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier mit darin, ne, und haben die Docks erreicht und jetzt spielen wir mit Ayame weiter. Rin ist im Übrigen weiblich, das habe ich auch schon so festgestellt. Vielen Dank für den Tipp. Gigi Go oder Gigi Go oder wie auch immer. Sag mal, wie man dich ausspricht. Und ja, hab noch den einen oder anderen Tipp bekommen, wie das geht mit Double Stealth Kills und so und wofür diese Rollen sind. Und ja, das da habe ich auch schon richtigerweise ja erraten, wofür die sind. Die sind für so Stealth. So Special Moves. So, ja, jetzt sind wir bei der nächsten Mission, dem geheimen Treffen, glaube ich. Oder nee, der geheimen Begegnung, so rum. Und ich bin jetzt gerade hier bei der Item-Auswahl. So, ich würde sagen, ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe zweimal Blasrohr. Das ist natürlich sehr geil. Und, ja, würde ich mal sagen. Start mischen. So, okay, genau. Die geheime Begegnung. So, wir sollen Jizu quickly finden, schnell finden und ihm folgen und ja, wie ein Schatten soll man sich halt bewegen hier. Ne? Das ist halt klar. Ach, jetzt habe ich schon wieder diese Grafikbugs. Verdammt, eine Sekunde. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja. Also wie gesagt, keine Ahnung, warum hier diese Grafikbugs manchmal sind, aber ja, dann schalte ich halt einmal den Emulator neu und dann geht's dann auch, ne? Jo, Freunde, schauen wir uns doch erstmal hier um. Was haben wir denn hier? Wir sind hier am Anfang eines Dorfes und ja, würde ich mal sagen, schaue ich mich einfach mal hier um. Gehen wir da hoch und da sehen wir schon, dass hier direkt was gebacken ist. Schaut mal, da sind... Ein Gegner ist sehr weit weg, ein Gegner ist hier rechts und hier links. Diese Frau, das ist eine Unschuldige. Und ja, genau. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei diesem richtig geilen Spiel, Tenchu, ja. Und ja, wie gesagt, ich muss mich gleich erstmal für was entschuldigen bei euch. Aber erstmal mache ich hier den Gegner mal platt. So. Kill von oben. Twisted Fangs, genau, so heißt er. Gut, nimm direkt die Rolle mit. Und direkt hoch da. Direkt hoch da, weil da hinten ist schon der nächste Gegner. Ja, seht ihr das? Verdammt. Man muss sich hier echt übelst konzentrieren, Freunde, bei dem Spiel. Dass man auch echt ja nicht entdeckt wird hier. So, wofür ich mich bei euch entschuldigen möchte, ist die ersten beiden Parts. Die waren ja in sehr unterschiedlicher Qualität, ne? Also der erste Part, der war ja nur auf 480p oder so, also richtig schön niedrig auflösend. Was ihr ja von mir normalerweise nicht gewohnt seid. Und der zweite Part, der war so komisch zentriert. Da ist der nächste Gegner. Das liegt daran, weil ich halt noch mit den Tools ein bisschen... ja, arbeite und gucken möchte, da ist noch einer, gucken möchte, ja, was das beste Settings für dieses Game ist und deswegen bin ich auch von dem Loilo zurück zum Fraps gesprungen, weil es eignet sich für dieses Spiel einfach am besten, auch wenn die Cutscenes da manchmal ein paar Slowdowns haben. So, bei dem werde ich euch mal das Blastrohr zeigen. Das ist nämlich ein Giftpfeil. Zack. Der Giftpfeil, der tötet Gegner instant, wie ihr seht. Und ich glaube, ich verstecke mich mal lieber. Der hat nämlich die Leiche entdeckt, seht ihr. Genau. Blasrohre sind ja sehr wertvoll für mich. Also eins meiner Lieblings-Items. So. Dann schleiche ich mich mal an den Gegner hier an. Weil entdeckt werden hier ist richtig scheiße, Freunde. Das kostet richtig viele Punkte, aber das lasse ich nicht zu. So, wieder hier die Twisted Fangs.
Ja, Freunde, und es gibt noch was zu sagen. Ja, ich habe viel zu erzählen jetzt gerade. Ich habe das Tutorial gespielt. Ja, wie gesagt, also der oder die, GG Go, hat mir einen Tipp gegeben, dass ich mal das Tutorial spielen sollte, weil da gibt es auch so Sachen wie Doppelkills und so. Weiß ich jetzt auch, wie der geht, und zwar müssen die Gegner dafür... Ach du Scheiße, das ist verdammt schwer, Freunde, hier. Nimm mal das Blastrohr und mach den damit kalt. So. Es trifft nicht, Scheiße. Ein Blastrohr verschwendet. Mann. Verdammt. Naja, gut. Wie gesagt, das mit dem Doppelkill ist so, die müssen extrem nah beieinander sein, die Gegner. Nur dann geht der. Komm, trau dich mal was. So, okay, gut. Der geht ja jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Dahin ist schon der Nächste. Wenn er zurückgeht, ist er fertig. So. Dann warte ich jetzt noch ein bisschen ab. Und zack! Genau. Was ich im Tutorial noch gelernt habe, Freunde. Unten, oben rechts von meinem Key, da ist ja so eine Lampe. Hat der gar keine Schriftrolle, doch. So eine ausgeschaltete Lampe oder dieses graue Symbol da. Das zeigt an, wenn ich nah genug an einem Gegner dran bin, ob ich den dann killen kann oder nicht. Wenn das leuchtet, kann ich den Gegner killen. Und das ist doch mal eine sehr geile Funktion, oder? Finde ich schon. So, die Karte hier, ja, okay. Gut. Dann springe ich mal auf den drauf hier. Nein, brauche ich nicht. Erstmal den da oben jetzt mal. Lauf mal hin. So. Hab ich dich. So, und weg damit. Sehr schön. Weg mit dem. So, Crossblades. Gekrosste Schwerter. Sehr schön. Nehmen wir die Sachen da. Und hau ab! Hau ab! Oh, verdammt. Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht gut. Hau ab. Hau bloß ab. Nein. Hier ist niemand. Weil der sieht jetzt... Der ignoriert einfach die Leiche, okay? Ich dachte, der rastet jetzt voll aus. Aber nö, ist nicht so. Ah, doch, jetzt. Okay. Jetzt, ja. Aber der bleibt da nur stehen. Ich glaube, wenn ich früh genug weglaufe hier, bleiben die nur stehen und laufen nicht rum. So. Dann würde ich sagen, lauf mal schneller und kill den jetzt. So, zack, Seitenkill. Der leise Schrei, Silent Scream. Schwert in die Fresse gerammt. Ja, sehr schön. Schön brutal. So, haben wir hier in diesen Häusern irgendwas? Außer Gegner, die mich entdecken. Bis jetzt keinmal entdeckt worden. Das ist doch mal richtig gut, oder? Aber was ist das da? Das ist wahrscheinlich die... Unschuldige, genau. Okay. Gut, dann hab ich die... Nein! Nein! Ich hab gerade noch gefeiert, dass ich nicht entdeckt wurde, Mann. Fuck! Verdammt nochmal! Den habe ich aber auch nicht gesehen, ne? Das ist irgendwie... Ja... Den habe ich aber auch gar nicht gesehen, irgendwie. So, was machst du jetzt? Gehst wieder auf deine Route, ne? Ja, so. Mann. Penner, ey. Der stand da hinten einfach in der Ecke rum. Wie soll ich den auch sehen, ganz ehrlich? So, 7 Schriftrollen. Und ja, die Schriftrollen, die sind, wie ich schon richtig vermutet hatte, für extra Moves. Das heißt, so gewisse Fähigkeiten, die man hier kriegt, die man nur mit diesen Schriftrollen freischaltet. Genau. Und, ja. Dann bin ich ja jetzt hier soweit durch, ne? Kann ich jetzt mal hier reingehen? Jo. Weiter geht's. So. Oh, Cutscene. Cool. Thank you.
looks like I'm in luck. Only a few stragglers left. Ah ja, okay. Dann lauf mal direkt dahin und kill den. Keine Ahnung, was mit dem ist. So. Zack. Hä? Wie Mission failed. Was? Och nö, Leute. Oh. Ah. Ich darf den nicht killen, oder was? Stimmt. Ah, verdammt. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich werde die Mission nochmal durchspielen. Und würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder, ja? Also bis gleich dann. So, Freunde, ja, ich habe die Mission jetzt nochmal gespielt. hab ein paar Items gebraucht, aber ja. Und wurde auch wieder einmal entdeckt. Also wir dürfen uns hier nicht entdecken lassen von dem, okay? Beziehungsweise nicht killen, okay. Was ist denn das? Find Jujutsu quickly. Once found, follow him. Okay. You must be quiet as a shadow. Das heißt, ich soll leise sein. Okay. Oh je. Der dreht sich noch um. Who's there? Der darf mich auch nicht entdecken, oder was? Okay. Verdammt. Verdammt. Ja, okay. Ich spiele die Mission nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. ja. Also der Typ, der darf uns anscheinend auch nicht entdecken. Na super. Müssen wir uns jetzt hinter dem her schleichen. Aber das ist ja kein Problem. Solange wir nicht gegen den kämpfen müssen, ist alles gut. So, der wird sich jetzt umdrehen. Genau. Und dann würde ich mal sagen, ja, einfach hinter dem herlaufen, okay. Geh mal hoch da. I can find Jizutsu, okay. Ah, da ist noch ein Gegner, okay. So. Ich würde sagen, ich bewege mich einfach auf den Dächern hier, ne? So. Dann. Ja. Aufpassen. Wir sollen dem einfach nachlaufen, okay? Ja, dann mach das doch. Dann mache ich das mal. Aber ich weiß nicht, soll ich währenddessen noch Gegner killen? Ich glaube, ich weiß es nicht, hä? Ich weiß es wirklich nicht. So, wo ist denn der jetzt? Da unten. Alles klar. Gut. Ja, dann. Wow. Gut, dann gehen wir weiter hier. Und oben aufs Dach. Ich weiß nicht, ob ich Gegner killen soll hier. Keine Ahnung. Ja. I can find Jutsu. Okay. So, da. Da hinten. Okay. Um Gottes Willen. So. Würde ich mal sagen. Ich laufe dem einfach hinterher. Keine Ahnung, ob ich hier die Gegner platt machen soll, aber ja. Ich laufe dem einfach mal nach. So, der ist ja da unten, ne? Hampelt da ein bisschen rum. So. Geht wieder zurück, warum? Was zur Hölle? Warum geht der wieder zurück? So. Okay, alles klar. Ach, diese Steuerung, die ist so schnell hier. Oh Gott! Okay. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem, Freunde. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Nein! Ach, verdammt! Ah, ich habe ihn verloren, Mann. Ja, okay. Ich sag dann mal bis gleich, ne? So, da bin ich wieder. ich bin wieder an dieser einen Stelle hier angekommen, einfach. Ich bin jetzt einfach... Ja, ich habe das Spiel einfach nochmal... Das Level einfach nochmal durchgespielt, so. Aber während der jetzt da... Ich weiß ja jetzt seine Route. Während der jetzt da runter geht, gehe ich einfach mal hier oben aufs Dach. Ernsthaft? Da ist er doch! Warum... Ach, verdammt. Leute, bis gleich.
Meine Güte, Leute, was ist denn das? Jetzt mal ehrlich. Ich hab mal wieder bis hier unten hingespielt. Ich muss definitiv in seiner Nähe bleiben, ne? Ich darf nicht aufs Dach. Das ist doch mal mies, ey. Das ist doch mal richtig mies. Ich muss echt in seiner Nähe bleiben. Okay, ja gut. Da hinten ist ein Gegner. Okay. Mein Gott. So, dann. Spring da aufs Dach. So, dann. Einfach mal hier oben drüber laufen. Nein! Hier ist. Alter! Ja, super. Jetzt hat mich der Gegner auch noch entdeckt. Ja. Ey, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht, Freunde! Jetzt mal ehrlich! Was ist das für eine Scheißmission? Verdammt nochmal! Ich sag mal bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Keine Ahnung, was das für eine Scheißszene hier ist. Das macht mich gerade ein bisschen aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hinten ist ein Gegner und der Typ hier, der läuft auf den Gegner zu und ich soll ihn verfolgen, obwohl da ein Gegner ist. Moment mal. Ich habe eine andere Idee. Geh doch mal ganz hier hoch. Das kann doch nicht sein, dass du den von hier nicht siehst. Ayame, der ist doch da unten. So. Meine Güte, ey. Verdammte Kacke. Komische Mission, ey. Ich kann nicht runtergehen, weil da unten der Gegner ist. So, ist er da? Alles klar. So, einfach beobachten. So, okay, dann. So. Gut. Er geht da hinten rüber. Ach, verdammt! Warum bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Mensch. So. Okay. Wo ist er? Hier rechts ist er. Da. Okay. Sehr gut. Okay. Meine Güte, haben wir es gleich. So. Aber währenddessen Gegner killen kann ich nicht. Nö. Also währenddessen Gegner killen. Moment mal, was soll ich genau machen? Ich muss ihn einfach nur verfolgen, steht da. Okay. Gut. Leise wie ein Schatten sein. Ja, das habe ich schon gemerkt. Der geht doch bestimmt jetzt hier rein, oder? Karte. Ja, der geht doch da rein, ja. Sehr gut, wir haben's. Okay, er ist weg. Alles klar. Kann ich jetzt hier die Gegner killen, ja? Kann ich. Alles klar, sehr gut. Dann sind jetzt die Gegner dran, Freunde. Meine Fresse, was war das denn für ein Katz-und-Maus-Spiel? So, dann zack. Weg mit dem. Ha, alles klar. Jetzt reden wir mal weiter hier. Meine Güte. So. So. Gut. Wieder hoch. Was ist da? Hoch. Ach, verdammt. Ja gut, dann hier so hoch. Dann muss ich ja jetzt nur noch in Anführungszeichen Gegner killen, ne? Keine Ahnung, was es auch mit dem Typen auf sich hatte. Werden wir wahrscheinlich gleich in der Cutscene noch erfahren. Vielleicht ist unser nächster Endboss. So, hier unten nicht rein. Weil da läuft der nächste Gegner rum. So. Ich habe gesagt, nicht hier rein. Verdammt. Verdammt nochmal. Geh doch hier raus. Oha. Geh da ganz hoch. So. Weil das ist gefährlich, da unten zu stehen. So. Jetzt reden wir mal weiter hier. Alles klar. Gut. Freunde. Was geht der Typ für eine Route? Volle Konzentration hier. So. Alles klar. Twisted Fangs wieder von oben, ja. Sehr schön. So. Neun Schriftrollen. Gut. Dann kann ich jetzt noch hier links rein. Also hier am Anfang des Levels quasi. Des zweiten Teils. So. Mein Key sagt nichts mehr. Ich guck einfach mal, ob hier wirklich nichts mehr ist. Nö.
Also hier hat es ja angefangen. Ne? Hier hat die ganze Hexenjagd ja angefangen. Moment, da ist noch dieser eine Gegner da. Ah, hier ist angefangen, okay. Da ist noch dieser eine Gegner, der mich eben entdeckt hat. Wo ist der? Diese Frau da. Die war doch hier, oder nicht? Hä? Die war doch hier. Bin ich jetzt... Ah, hier, okay. Ja, alles klar, ich bin wieder... Ich weiß wieder, wo wir sind. So, da hinten. Da hinten! Oh, verdammt. So, da ist die Tussi. Das ist aber keine Unschuldige, definitiv nicht. Die hat eine Waffe. Also dann. Ja, die hat eine Waffe in der Hand. Also, weg damit. Zack. Ja, ja. Das ist eine... Das war eine Gegnerin. Alles klar, Freunde. So. Habe ich jetzt hier die 10 Schriftrollen? Oh, und es ist mittlerweile dunkel geworden draußen. So schnell geht das. Wo ist jetzt der Gegner hier? Hinter mir? Wo denn? Ach, da unten. Okay, alles klar. Nee, das sieht nach einem Unschuldigen aus. Oder? Was ist das da für einer? Ist das ein Unschuldiger? Das sieht so aus, ne? Der hat keine Waffe. Ja, ja, okay. Lass den mal leben. So. Dann gehen wir rüber hier. Dann würde ich sagen, Freunde, habe ich jetzt alle Gegner gekillt hier? Dann geht's mal weiter. Cutscene-Time. So. Some secret meeting. Men are so predictable. Who's there? I'm not expecting anyone at this hour. She will not answer. She is a shadow. She has been following me for quite some time. And had she not shown herself, I may have let her live. So much for stealth. Let's get this over with quickly. Lord Juzo, please make your preparations. Hmm. Huh? Are you serious? Alles klar. Bossfight, Freunde. Ja. Würde ich mal sagen, hauen wir der Tuss jetzt mal einen aufs Maul. So. Ach du Scheiße, das ist ja gar nichts, was die da hat. Das ist ja gar nichts. Was war das denn? Da kommt jetzt bestimmt Teil 2. Ja, ja, da kommt bestimmt Teil 2. Lord Juzo. Please. Let me die. Did you forget? I told you, I hate needy women. It would be a shame for you to start now. Forgive me, my lord. You two finished yet? Your eyes are different. There is much fire in them. I shall enjoy your company tremendously. You wish! Good. That's a good girl. I shall meet you again in the afterlife. Damn! Let go of me! So much for that plan. Square One. Das war's schon? Okay. Das war ja ein lustiger Bosskampf. So. 100... Großmeister! Bitte was? Yes, Mann, geil. Das erste Mal, Freunde. Ich wurde einmal entdeckt, ja klar. Aber Grandmaster, Mann. Oh, richtig nice. Richtig nice, Freunde. Gut.
Sehr schön, Grandmaster. Das erste Mal geschafft. Oh Gott, da sind so viele... Aha, okay. Das sind so viele Items, die ich nicht kenne. Was ist das für ein buntes Seil da zum Beispiel, oder... Das ist eine Mine, okay. Drei Triple Shuriken. Aber diese anderen Sachen, keine Ahnung. So. Ah, nächste Fähigkeit kommt mit 30 Schriftrollen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, speichere das bitte. So, bin ich jetzt mal gespannt auf die Cutscene. Wie die auch läuft. 6 Monate have passed since Rin left the village. She finds herself in Iwatsu, working as a hired assassin. Next on Tenchu Fatal Shadows, I am Rin of the Benya. Evil will perish in a flash of crimson. The pursuit of vengeance has led to the land of Iwatsu. But strength has failed, and eyes are closed in despair. Just then, a voice rang out. It called for hope. For vengeance. The voice belonged to the leader of a group of assassins. She protects the people of Iwatsu from injustice. Work must be done to repay the debt to her, but the desire for vengeance is far from forgotten. The thirst for revenge grows each night as dreams grow darker. I am an assassin. I am Rin of the Benya. Ah, okay. Also die Rin, die beschützt anscheinend die Benya. Das ist so ein Stamm, ein anderer Stamm als die Azuma anscheinend. Okay. Krass, und nächste Mission geht's auch wieder mit Rin weiter. Cool, Freunde, cool. Die Cutscene, die lief relativ flüssig. Und ja, das war schon mal ganz gut. Ja, Freunde, wir haben das erste Mal Grandmaster geschafft jetzt. Schon mal richtig geil. Und wir haben hier mit drin das nächste Mal den Giftreis. Das freut mich auch sehr. Gut, Freunde. Dann... Ja, der Bosskampf, der war doch ziemlich lustig, oder? Dreimal schlagen und dann war es geschafft. Aber ja, Freunde, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei Tenchu. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch bitte ein Like oder ein Abo da oder einen Kommentar. Und ja, dann würde ich mal sagen, schneide ich das jetzt zusammen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss.